Herzlich willkommen bei Psi Austria. Heute haben wir hier auf unserem kleinen Kanal den Mitschnitt des Vortrags von Anton Stieger vom 24.06.2021. Das Thema war dieses Mal Erkennen und Lösen von Leidensmustern aus altem Leben. Anton Stieger ist extra zu uns angereist nach Feldkirch-Thieses und hat den Vortrag in der dortigen Kirche gehalten. Ihr, die ihr das jetzt hier hört, genießt aufgrund der hallenden Atmosphäre innerhalb einer Kirche eine sehr viel bessere Audioqualität als die eigentlichen Zuhörer live beim Vortrag. Allerdings wurden wir innerhalb der ersten halben Stunde noch von einem relativ heftigen Gewitter überrascht, welches die Atmosphäre der Kirche sehr stark wiedergegeben hat und sich auf der Aufnahme nicht ganz verbergen lässt. Aufgrund dessen werden die Zuhörer aus der Kirche höchstwahrscheinlich hier auch nochmal den Vortrag genießen. Herzlich willkommen dazu und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Viel Spaß damit. Also, liebe Damen und Herren, es freut mich, vor so einer kleinen Gruppe zu sein. Bin ich schon anderes gewöhnt, aber es ist egal. Es freut mich, dass ihr Interesse bekundet. Ich muss schauen, dass ich am Abend noch Stimme habe, oder? Den ganzen Tag schon geschwatzt hast, ist natürlich oft das Problem, dass man da nicht mehr so viel Reserve hat. Wir haben heute das Thema, den Körper wieder in Besitz zu nehmen. Und das ist ein bedeutendes Thema, das wir eigentlich gar nicht verstehen, was es heißt. Viele haben eigentlich Glück, dass sie lange Zeit in ihrem Leben gesund sind, keine Krankheiten haben, keine besonderen Störungen und merken eigentlich gar nicht, wie es ihnen gut geht. Und plötzlich kommt eine Störung wie aus nichts und dann ist oft schwierig herauszufinden, warum habe ich das, warum ist das zugestoßen, überhaupt herauszufinden, was habe ich überhaupt für ein Thema. Oder man wird dann wie eine heiße Kartoffel von Therapeut zu Therapeut geschoben, ist verunsichert und so viele Menschen mit diesen Problemen kenne ich natürlich inzwischen. Denen ist eigentlich das ja gar nicht bewusst, dass es sowas geben könnte wie eine Besetzung, Besessenheit, Fremdsteuerung oder Fremdbeeinflussung von telepathischen Außenstehenden. Und es ist oft auch nicht schlecht, wenn man nichts weiß. Man hat dann keine falsche Meinung. Wissen Sie, wir haben dann plötzlich das Gefühl, andere machen mich krank, beeinflussen mich. Gerade der Nachbar, die Schwägerin, der Schwager. Oft sind es Verdachtsmomente, die aber im Moment vielleicht gar nichts dazu beitragen. Auf jeden Fall, wenn man leidet, das wissen Sie, bist du ein anderer Mensch, als wenn du gesund bist. Man hat andere Bedürfnisse und man hat das Gefühl, ich komme bei mir selber nicht mehr an. Der Körper entgleitet mir. Ich habe da Störungen, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich habe das Gefühl, der Körper gehört gar nicht zu mir. Oder dann kommen Ängste, Erinnerungen und Glaubensmuster. Wahrscheinlich geht es mir zu Ende. Es ist Abwärtsspirale. Eventuell habe ich das gleiche Problem wie mein Großvater, wie meine Großmutter, also die gleichen Leiden. Und da sind wir schon beim Programmieren. Stellt euch vor, ihr Großvater oder ihre Großmutter oder ihre wer auch immer, sind ja nicht sie. Wenn sie das aber glauben, dass sie gleich sind, machen sie sozusagen wie ein Update von denen ihr Leiden und machen das zu ihrem eigenen. Aufgepasst, dass man das merkt. So schnell wie möglich, dass man das wieder los wird, diese Muster. Das sind dann Leidensmuster, elementarste Selbstbestellungen oder dogmatische Glaubensmuster. Wissen Sie, in Kirchen hat man natürlich oft auch Sachen gehört, die vielleicht dann für den Körper im praktischen Alltag nicht viel gebracht haben. Du musst leiden, wenn du irgendwie den Himmel erreichen wirst. Oder Frauen müssen leiden. Weil sie, was weiß ich, warum haben sie das?
sie seien nicht rein oder nicht genügend. Und sowas haben wir natürlich gehört, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht oder irgendeinem plausiblen Grund. Aber wenn Sie selber daran glauben, dass es so ist, dann nehmen Sie das als gegeben an und arrangieren sich mit den Störungen und den Leiden. Dabei sind wir nicht auf die Welt gekommen, um zu leiden und schon gar nicht. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dicker Arm. Nicht, dass der Arm einschlägt. Besser ein dicker Arm als eine dicke Lippe. Ja. Meinst du nicht auch? Geht's? Ein bisschen besser. Du? Nächste Version, Mikrofon in den Mund stecken. Oder kommt noch jemand? Was machen wir denn, wenn wir plötzlich in einem Leidensstrudel sind? Wir suchen nach Möglichkeiten, Verbesserungen, Erklärungen und dann, ja, wirst du von einem zum anderen, wie gesagt, geschickt. Ich habe schon Leute gehabt bei mir, die waren bei 135 Therapeuten und Therapeuten verschiedener Art, aber der Zustand hat sich nicht geändert. Jetzt ist es ein wesentlicher Unterschied, ob ich mich selber krank gemacht habe, aus irgendwelchen Gründen, oder ich krank wurde durch andere. Das andere, das Fremde, können wir wegtun leicht. Und meistens ist es noch ganz verändert und ist frei. Ich finde, das Dach ist nicht gut isoliert. Ich bin Architekt, aber da hat es einen Fehler da oben. Also ich meine, das sollte in der Kirche nicht so rauschen. Bei unserer Kirche hat es überhaupt nicht getönt. Ja, ja, es verfälscht dann alles, oder? Ist ein Widerhall. Ja, wenn ein Widerhall ist, wo man es dreimal hört, nützt es dreimal. Das ist bei der Meditation vielleicht ein Vorteil. Nein, ich denke, es hört jetzt dann schon wieder auf. Stellt euch vor, viele Menschen leiden aus früherem Leben. Schon mal gehabt, mehrfach gehabt, immer wieder neu aufgelebt in jedem Leben, logischerweise ohne das Wissen, dass es was Altes ist. Und das ist eigentlich nicht irgendwie im Sinn von der höheren göttlichen Welten, dass wir das seine Kinder leiden müssen. Viele glauben das, dass sie da leiden müssen, um das Ziel zu erreichen. Ich sehe es nicht so. Es macht ja keinen Sinn. Glückliche Kinder oder gesunde Kinder machen mehr Freude und können auch viel mehr Positives tun als ein Leidender. Der benutzt ja viele andere auch und macht andere dann auch nicht unbedingt absolut glücklich. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Körper natürlich eigentlich, wie soll ich sagen, auch neigt zu Störungen. Es ist wie ein Fahrzeug, ein Modell von einer gewissen Sorte, Automarke. Die einen haben Probleme mit diesem Auto, die anderen überhaupt nicht. Ich habe einen alten Oldtimer, den ich fahre, und alle haben mir gesagt, mit dem wirst du nicht glücklich, du wirst nur noch Schäden haben. Ich hatte noch nie einen Schaden, ich habe jetzt schon 12 Jahre. Ich spreche mit ihm. Ich sage dir, wunderbarer Geist von dieser Materie, du fährst für mich, ich schätze dich, ich brauche dich. Und verstehen Sie, wenn Sie mit der niedersten Materie eine gute Schwingung verstehen herzustellen, dient Ihnen die Materie, dient Ihnen das Tier. Von einem Menschen möchte ich nicht erwarten, dass er mir dient. Das würden wir Sie falsch verstehen. Aber die Umgangstonart ist oft die Medizin. Wenn Sie in einem Arbeitsklima stecken, wo ein schlechtes Milieu ist, einer drin als Spaltpilz, Aggressionen an den Tag trägt, haben alle Probleme miteinander plötzlich, untereinander oder speziell mit dem. Und das ist natürlich ganz klar eigentlich für uns eine Belastung. Man muss versuchen, sich herauszunehmen, um dort kein Zündstoff oder Benzin ins Feuer zu schütten. Wie viele Menschen hören wir heute, die wegen Mobbing klagen oder schlechten Arbeitsumfeld. Und oft, wenn man das genau anschaut,
sind nicht die anderen die Übeltäter, sondern das Opfer selber. Das tönt jetzt oft ganz schräg. Stellen Sie sich mal vor, oft halten solche Mobbingtäter den Spiegel hin, aber das Opfer versteht nicht, dass es der Spiegel ist, von eigenen unguten Taten oder Tun aus früheren Leben. Das ist bei uns ausgeblendet, nicht im Blickfeld, im Fokus. Und da gibt es nur noch eins, die anderen um Vergebung bitten. Man muss nicht hingehen, kann es auf Distanz machen. Ihnen verzeihen, was sie mir gemacht haben. Eigentlich müsste man den Tätern sogar danken, sie haben mir die Augen geöffnet auf das, was Vergangenheit ist. Ich muss sagen, ich danke euch, bitte, ich entschuldige mich bei euch, vergebt mir. Und ich möchte alle diejenigen, die ich früher genauso genervt, gemobbt habe, über alle Zeiten und Räume, Leben hinweg, um Verzeihung bitten. Das ist eine Möglichkeit, die eigentlich uns hilft und das Problem schlagartig löst. Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen haben da Verbindungen gehabt zur Zeit des römischen Imperiums, wurden verschleppt über diese Alpenpässe da Richtung Süden, Gotthard, Julier, nein, Gotthard gab es noch nicht, aber Julier, Oberalp, irgendwie, über die gangbaren Pässe, auf Nimmerwiedersehen. Und darum sind diese, das Rheintal ist die Straße des Leidens. Und gleichzeitig der Brennerpass auch. Und es gibt noch andere Passebegänge. Stellt euch vor, über 500 Jahre hat man Millionen da abgeschleppt und die kamen nie mehr lebendig nach Hause. Wissen Sie, warum viele Menschen aus unserem Gebiet und im Norden so Sehnsucht haben nach dem Süden, nach dem warmen, schönen? Kaum sind sie dort, je nachdem, welcher Ort sie dann finden, haben sie Nervenzusammenbrüche, sie fühlen sich nicht verstanden dort, logischerweise Fremdsprache, und haben Krisen, wie sie noch nie hatten, waren gesund vorher, Tag später sind sie todkrank, landen irgendwo in der Notaufnahme, im Spital, und dann weiß niemand, was da los ist, sie selber auch nicht. Oft im Nachhinein konnte man dann eine Erklärung finden. Stellt euch vor, die sind an das Ort hingegangen, wo sie früher als Sklaven, ewige Sklaven, eigentlich gebraucht wurden, als Verbrauchsartikel. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr verschleppt werdet, oder wir zusammen, wahrscheinlich lieben wir unsere Peiniger nicht unbedingt. Wie auch, oder wir wurden ja getrennt von unseren Familien. Und wussten natürlich, wahrscheinlich sehen wir die nie mehr im Norden. Und dann bildet sich natürlich ein enormer Hass gegen diese Menschen dort. Man stirbt dann oder ist dort in dieser Zeit im Hass gestorben. Und dann hast du als Opfer ein Problem. Jetzt muss man nur aufpassen, dass es keine Interferenz gibt, gell? Also ist das besser da? Ich weiß nicht. Also ich muss jetzt nur schauen, die richtige Stellung, gell? Sonst geht es am Echo im Rheintal. Also ich glaube, es ist die ganze Anlage so, nicht das Mikrofon. Aber wichtig ist, dass ihr was versteht. Jetzt kann so ein Mensch Rückzieher machen, nach Hause gehen und das abhaken als schlechte Erlebnisse. Viele spüren aber, dass da mehr dahinter steckt. Und wenn Sie sich vorstellen, 1400 Jahre, 1500 Jahre später, musst du hinstehen und diesen Peinigen vergeben, aus dem tiefsten Herzen alles verzeihen, sich sogar noch entschuldigen, vielleicht hat man sogar Anlass gegeben, dass die uns natürlich schlecht behandelt haben, und dann merkst du, innerhalb einer Stunde, innerhalb einem halben Tag, ist wie dort das Eis gebrochen und du fühlst dich halt wieder wie zu Hause oder wie, soll ich sagen, befreit von dieser Last und diesem Druck. Und das ist natürlich ganz klar, bis du nur das weißt, dass es das gibt, braucht er lange. Hatte ich ein Ehepaar aus dem Norden, aus Hannover,
die ging darunter, mit dem 50. Geburtstag wollte er Rom anschauen. Er war schon mal da mit 18 Jahren mit seinem Motorradkamera. Als er dort war, mit 18, musste er in der Stadt Rom kotzen. Sie waren auf dem Zeltplatz außerhalb. Kaum waren sie dort, ging es ihm einfach nicht mehr gut. Also fuhren sie am nächsten Tag Richtung da Süden. Und es ging ihm schon 50 Kilometer außerhalb von der Stadt wieder gut, alles gut. Er kam natürlich nicht auf die Idee, dass das was Altes ist. Woher sollte er das wissen? Jetzt geht er mit der Frau hin und er war am gleichen Abend am Sterben im Hotel in Rom. Notarztmäßig versorgt, kam ins Spital, wurde stillgelegt, aber sie wussten nicht, was er hatte. Übernächsten Tag sagt er zur Frau, es tut mir einfach hier, Rom tut mir nicht gut, ich weiß nicht, was es ist. Komm, schau, wann geht der nächste Zug. Ja. Ja, ja, das ist das Problem. Oder ich nehme es jetzt mal 2 Zentimeter ran. Wenn ich es dann gegessen habe, bitte warnt mich. Gell? Aber Hunger habe ich keinen mehr. Aber es ist ein bisschen die Mikrofone. Ich glaube, die Anlage würde mir nicht passen da. Also das stimmt mit der Anlage was nicht. Aber vielleicht langt es für den Gottesdienst, da musst du nichts hören. Aber es ist jetzt auch die äußere Geräuschdämpfung ist ein Problem. Wissen Sie, der Lärm da auf dem Dach ist natürlich ein Problem. Näher kann ich nicht mehr, sonst esse ich es. Stellt euch vor, dass wir vielleicht im eigenen Dorf ein Problem haben. In der eigenen Region. Ist egal, wo sie leben. Wer weiß denn schon, was früher passiert ist? Und viele von euch, liebe Menschen, wurden damals durch totalitäre Manipulationen, das waren es adlige Kirchenfürsten oder wer auch immer, einfach dann geopfert. Und das ist natürlich schon eine traurige Geschichte, die wir haben. Das Leben, das wir jetzt haben, bis jetzt zum Corona-Wahnsinn, kann man eigentlich sagen, ist wahrscheinlich das beste Leben, das wir jemals hatten. Noch nie so ein gutes Leben, ohne Kriege, ohne Ängste, ohne grundsätzlich finanzielle Einbußen, alles lief. Also eigentlich ein gutes Leben. Und jetzt kommen wir in eine depressive Phase, die absolut nicht angenehm war. Ich sage jetzt mal schon war. Ich hoffe, dass es vorbei ist. In der Schweiz hört es auf am Samstag, die Maßnahmen da. Wie es bei euch aussieht, weiß ich auch nicht. Wir sind nicht krisengeprüft. Wir haben noch keine Krise gehabt, verstehen Sie? Und diese Krise fordert uns heraus. Wir müssen vielleicht lernen, mit diesem nicht gerade guten und angenehmen Umfeld zu leben. Wissen Sie, wir müssen wie spurtreu bleiben, uns selber gegenüber oder grundsätzlich der Seele gegenüber. Und die Seele leidet oft, kann sich aber nicht ausdrücken, kann nichts sagen dazu. Oder wir verstehen es einfach nicht, was sie sagen. Wichtig ist, wenn Sie das schaffen, würde ich Ihnen wünschen, buchstäblich sich selber, Ihrer Seele linientreu zu bleiben. Immer mit dem Göttlichen verbunden, mit der Allliebe da oben, auch wenn ich nicht spüre. Aber ich glaube daran, und wenn Sie glauben, wird es auch so werden. Oder ist es schon? Wissen Sie, ein Mensch, der nicht geprüft wird, also mit Gesetzen natürlich, kann da drüben keine höhere Hierarchie erreichen. Das geht nicht. Also wir müssen hier unten unsere Prüfungsexamen ablegen und das kommen wir nicht herum. Vielleicht ist jetzt halt das mitunter eine der vielen Prüfungen, die wir haben. Oder vielleicht kommen noch andere, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall versuchen, das Beste daraus zu machen, sich nicht aufgeben, nicht sich ablehnen, sondern mit aller Liebe akzeptieren und versuchen, für die nächste Zeit das Beste daraus zu machen. Stellt euch vor, wie viele Menschen da
schon invalid auf die Welt gekommen sind, also mit Handicaps, einfach da geschwächt sind, Körper, Geist und seelisch, und eigentlich sozusagen keine Lebensqualität haben, noch nie hatten. Die sehnen sich natürlich nach dem Verbesserten, nach dem absoluten Gesundsein oder vollkommen werden. Das ist für so einen Mensch nicht leicht und trotzdem eine enorme Leistung. Der Gesunde weiß gar nicht, was er hat, bis er es verliert. Das ist oft auch eine undankbare Sache, wenn man die Menschen von oben anschaut, also von oben, stellt euch vor, niemand sagt da Danke, niemand ist zufrieden, viele schimpfen, womöglich auch über den Schöpfer. Und das ist natürlich eigentlich keine so erfreuliche Gesellschaft, wenn man das so aus der Weite betrachtet. Jeder kann für sich das mal herausnehmen, wo ihm nützt, ihm dient, aber niemandem schadet und muss seine Lektionen ablegen. Viele denken, wenn ich dann eine gewisse Höhe oder Spiritualität erreicht habe, ein Standard oder ein gewisses Höhen, ein Niveau, geht es dann leichter. Da muss ich sagen, kann sein. Aber es könnte auch passieren, dass die nächste Prüfung ansteht oder kurz bevorsteht. Jesus wurde gefragt, wie ist es dann, wenn wir dann eigentlich alle unsere Probleme auf der Erde gelöst haben? Was passiert dann? Er sagte, weißt du, bevor jemand da oben hohe Posten als Licht- oder Engelwesen bekleiden darf, muss er zuerst richtig geprüft werden auf die Stabilität, Standhaftigkeit und auf das innere Wissen, wer ich bin, woher ich stamme und was für Potenzial ich habe. Ohne Prüfung keine Auszeichnung, kein Diplom. Aber das ist natürlich grundsätzlich nicht zu vergleichen. Aber wissen Sie, viele denken dann, jetzt habe ich so viel Gutes gemacht, bin ein guter Mensch, ich weiß nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, und plötzlich kommen dann die schlimmsten Zeiten seines Lebens, werden geprüft von Dämonen, von Monstern, von boshaften Geistern, dass Hören und Sehen uns vergehen kann. Und stellt euch vor, das ist eine grausame Prüfung, das ist gnadenlos. Und da hat Jesus auch gesagt, es ist das Beste. Ihr geht konstant vorwärts, nie einen Schritt zurück. Bleibt euch treu und geht so schnell wie möglich durch diese Prüfungen hindurch. Ihr müsst wissen, wer ihr seid und bleibt dabei. Und das ist natürlich ganz klar in dem Moment gar nicht lustig. Ich habe viele solche Fälle. Bei Einzelnen kann man das gut lösen. Aber ich bin dann nicht ganz sicher, ob es gelöst, alles aufgehoben ist. Eine Prüfung kannst du vielleicht verschieben. Aber ob die Prüfung dann absolut vorbei ist, das weiß man ja nicht. Das stellt sich dann heraus. Wenn ein Mensch natürlich eigentlich diese Prüfung nicht annehmen will, kann er um Aufschub bitten. Ihr könnt sagen, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will jetzt einfach mal frei werden von diesen Schwierigkeiten, von diesen Problemen. Und siehe da, sie werden versuchen, es ihnen zu richten oder ihnen zu helfen. Plötzlich geht es leichter. Aber wie gesagt, vielleicht ist dann einfach die Hausaufgabe noch nicht gelöst, die wir uns selber vorgestellt haben. Vergessen Sie bitte nicht, wir haben einen Lebensplan, wir haben ein Lebensziel, das haben wir uns zurechtgelegt, bevor wir auf die Welt kamen. Jetzt sind wir auf dem Weg und plötzlich stehen wir irgendwo im Abseits, nicht auf der geraden Spur oder auf unserer Straße. Und dann beginnt die Seele zu bocken. Viele haben dann depressive Phasen, Leiden, die aus dem Nichts kommen, Störungen, und wünschen sich gern wieder ein bisschen Normalität. Dann müssen wir uns versuchen
zu erinnern, was war besser, wie war es vorher. Und vielleicht finden wir ja den Anschluss wieder an unseren Seelenplan oder Seelenweg oder einfach an das, was wir uns vorgenommen haben. Ist ja oft gar nicht leicht, wissen Sie. Es kann sein, dass das, was Sie machen, nicht das der Normalität entspricht, was die meisten Leute als normal anschauen. Wer ist denn schon ganz normal? Sagen wir Fragezeichen. Und da kann man sich nicht immer orientieren an den Nachbarn. Der eine macht es auf seine Art, der andere hat seine Prüfungen, seine Aufgaben, der eine hat überhaupt keine Prüfungen, bei dem läuft es wie geschmiert. Aber wissen Sie, die Prüfung, der Schluss ist erst, wenn man gestorben ist. Die letzte Prüfung kann sein auf dem Totenbett. Das kann dann verheerend unangenehm sein. Wie man einfach nichts gemacht hat und plötzlich ein paar Stunden vor dem Tod merkst du dann, du hast eigentlich all deine Optionen, deine Joker weggeschmissen, nichts gemacht und bist noch belasteter als vorher, wo du auf die Welt gekommen bist. Hast noch mehr Dreck am Stecken als als Kind, wo du eigentlich angekommen bist mit relativ weißer Weste. Und das ist der größte Horror, wo Verstorbenen dann eigentlich anhängt. Die getrauen sich dann gar nicht wegzugehen und denken, wenn ich da mich da entferne von dem Ort, dann wird mir Gewalt angetan und so bleiben sie auf dem Umfeld, wo sie gestorben sind. Wenn es dumm geht, bleiben die hängen an ihrer Wohnung, an ihrem Haus, ihrem Garten, vielleicht sogar an ihrem Bett. Furchtbar unschön. Und die haben eigentlich keine Option gehabt, was passiert, wenn ich sterbe? Oder was passiert, wenn ich weggehe? Und viele schieben diesen Gedanken grundsätzlich weg. Ich bin jetzt da, ich bin noch jung. Wir reden dann in 50 Jahren wieder darüber. Was passiert, wenn es morgen passiert? Du hast nichts da, nichts getan, nichts vorbereitet. Ich würde Ihnen anraten, einfach in dem Alter, wo Sie jetzt sind, sozusagen das Reiseticket ins Paradies oder in den wunderbaren Himmel zu lösen, zu bestellen. Einfach da sagen, geliebte Engel der göttlichen Wahrheit, geliebter Gott Vater, ich, dein Kind, rufe dich, wenn ich sterbe, helft mir bitte, aus diesem Irrtum herauszukommen, helft mir, dass ich den Weg finde zu meinem geistigen Himmel, oder Paradies, oder in Wirklichkeit ist es ja grundsätzlich die Astralebene, da drüben, die höhere. Und ein Befehl in der geistigen Welt bestätigt, also mit Willen, Kundgebung, wird nicht vergessen, wird akzeptiert. Und ich habe noch keinen gesehen, der hängen geblieben ist, der das gemacht hat. Und wissen Sie, es ist eine Sache von 2 Minuten. Es ist schon verrückt, schnell gemacht. Was passiert mit einem Menschen, der einfach nicht glaubt, dass es da was gibt? Oder vielleicht höchstens davon ausgeht, wenn ich dort ankomme, komme ich wahrscheinlich ins Fegfeuer oder vielleicht in die sogenannte Hölle. Das wird natürlich in der Kirche, wurde uns jetzt lange gepredigt, dass man das wahrscheinlich erwarten muss. Und es wird dann auch so sein, weil ich habe ja dann keine Perspektiven, dass es was Besseres gibt, oder viel Schöneres. Aber ich kann Ihnen bestätigen, es gibt ganz sensationelle Orte da drüben. Es lohnt sich also, das Beste zu geben und sich natürlich vorzubereiten auf das Schöne, nicht auf etwas, das uns peinigt, erniedrigt, schwächt oder dann schlussendlich einfach stoppt. Wie viele Verstorbene haben da schon geschrien um Hilfe? Und nicht alle wurden natürlich gehört. Und es ist für uns Hellhörige und Hellsichtige nicht immer schön, wenn da so ganze Gruppen von Verstorbenen schreien wie die Tiere. Wissen Sie, das könnte uns, also jeden von uns, natürlich in den Wahnsinn treiben, wenn du sowas mit anhören musst. Sollst, ist die Frage. Wir haben aber die Möglichkeit, den Befehl zu geben, ich will es nicht mehr hören, dieses Geschrei. Geliebter Gott, hilft denen, dass sie besser haben da drüben, besseren Platz erhalten,
glücklich werden. Und dann hört dieses Geschrei für einen Moment wieder auf. Es bessert dann wieder weiter rum. Aber wissen Sie, es kommen ja die Nächsten nach. Das hört ja nie auf. Das ist eine Endlosschlaufe. Und viele Menschen sind wahrscheinlich unbelehrbar. Die haben es noch nie begriffen. Werden es vielleicht auch nie begreifen wollen. Die sind irgendwie blockiert oder sind nicht offen für positive Optionen. Sie sagen ja, das, was ich gelernt habe, ist nicht immer erbaulich, nicht schön. Also ich bleibe dabei. Warum denn nicht den Glauben haben, dass wir wirklich Helfer haben aus dem Jenseits, aus der höheren geistigen Hierarchien, die zu uns schauen? Aber ich muss zuerst wissen, was ich will. Die können über niemand verfügen, werden es auch nie tun, denn sie haben ihre Gesetze einzuhalten. Der freie Wille, den jeder von uns hat, der ist eigentlich ein Gesetz. Wissen Sie, Jesus hat schon gesagt, mein Vater wird nie einem Menschen einen Befehl geben. Er hat euch den freien Willen gegeben, geschenkt, und er hält sich danach. Er wird seine eigenen Gesetze niemals brechen. Und das ist natürlich ganz klar, er wird es nicht tun und er wird es auch nicht wollen. Jetzt ist bei vielen Menschen auch oft ein verzerrtes, einseitiges Gottesbild. Man hat uns gelernt, dass Gott unnahbar ist, extrem fern, und wir es nicht schaffen würden, nur in die Nähe von ihm zu kommen, geschweige denn ihn zu berühren oder seinen Zehennagel zu küssen. Das ist so die Auskünfte von der Theologie. Wissen Sie, Gott gibt es eine Art doppelt. Und das hat Jesus gesagt. Wenn ihr Gott ruft, dann ist es das Absolute, das Höchste, Unnahbare und das Gesetz. Er wird euch nicht hören. Aber es gibt die Seite der Liebe, Gott Vater. Und Jesus Christus ist ja der Geist von diesem Gott Vater, also die Seele. Und das ist eine ganz andere Ebene. Der Hirte, die Liebe, die Vergebung, die Gnade und natürlich eigentlich die Allliebe in allem. Aber das Gesetz ist auch eine Partie für sich. Da können wir nichts dran rütteln. Also, er hat sogar gesagt an zwei Orten, einmal am See Genezareth und einmal an Jesera, die Völker, die nur Gott rufen, werden verschwinden. Denn sie rufen das Gesetz. Und das Gesetz ist einfach nur mal da, ob es gut ist oder schlecht. Aber es hilft ihnen nicht. Ruft immer die Seite der Liebe, der Gnade und den Vater. Ein Vater liebt seine Kinder immer. Er wird nie ein Kind aufgeben. Und das ist doch eine gnadenvolle, wunderbare Botschaft. Und das merkt man auch. Von dort kommt Unterstützung für jeden von uns. Wenn wir in Bedrängnis sind oder in Schwierigkeiten. Das funktioniert wunderbar. Und es ist die Frage, an wen wenden wir uns? An Gott Vater oder Jesus Christus? Wissen Sie, es ist das Eins. Christus ist einfach das Christusbewusstsein der Liebe. Im Mensch verkörpert das Jesus. Und viele sagen, ich glaube nicht an Jesus, er ist nicht sicher, ob er existiert hat. Sagt sie, ja, das müssen Sie selber entscheiden. Ich hatte mal eine Begegnung persönlich mit ihm, so etwas möchte ich jedem gönnen. Aber es war nicht so leicht zum Aushalten. Es war oft unendlich extrem. Oft unvorstellbar für uns Menschen, unbeschreiblich. Ich hatte nachher einen Sonnenbrand am ganzen Körper. Es war November, draußen, trüb. Und da hockte ich da draußen, machte kurz meine Meditation, runterfahren. Und als Architekt mit zu wenig Leuten hatte ich oft auch Stress. Sie müssen sich vorstellen, wir haben mit 6 Leuten mehr gebaut, als andere mit 20. Und es ging immer reibungslos. Also es ging. Aber am Abend musste ich dann abschalten vom Büro, machte kurz ein Gebet und siehe da, dann war der Tag gelöst, gelöscht. Ich konnte ins Bett gehen, welche Zeit auch immer, und schlief wie ein Stein. Ohne Störung. Andere hatten natürlich Nervenprobleme mit. Diese Baustellen haben uns schon
herausgefordert, wissen Sie, wenn du da so viele Baustellen gleichzeitig hast. Aber eigentlich habe ich gemerkt, ich bekomme eine Kraft, wenn ich darum bitte und danke dafür, dass mir alles leicht und einfach geht. Es ist auch so gewesen, alles super. Und das ist natürlich eigentlich quasi die Bestätigung. Ich habe mindestens im Leben eine Bestätigung bekommen und Hilfe dazu. Es gibt aber viele Menschen, die sind fromm, gehen oft eben zu ihrem vielleicht Kirchenbesuch, glauben, so gut sie können, aber im Innersten sind sie nicht sicher, ob es da was gibt. Sie gehen hin, weil sie Angst haben. Sie würden einen Fehler machen, wenn sie da nicht beten gehen oder die gewissen Kirchenbesuche nicht machen. Irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wissen Sie, man ist in der Kirche oder eventuell draußen in der Natur oder noch mehr im Wald, mehr mit Gott verbunden als vielleicht nur hier. Gott ist überall. Ob er hier ist, weiß ich nicht. Seht sie nicht, aber das ist ihr Gefühl. Dort, wo sie glücklich sind, ihr Herz jubelt vor Freude von dem Schönen, ist doch viel schöner in der Natur zu sein, wo alles blüht, alles zwitschert und lebt, als vielleicht in einem Bethaus, sage ich jetzt mal, oder Tempel oder sowas. Aber jedem das Seine. Ich möchte nicht verurteilen, das ist individuell. Wichtig, dass sie den Zugang zu ihrem Inneren, zu ihrer Seele und wiederum die Seele mit dem Göttlichen findet und hat. Man fühlt sich einfach sicherer, angstfreier, man hat keine Angst mehr und fühlt sich getragen und geborgen. Es ist die Liebe, die man spürt. Und so gehen unsere Probleme dann plötzlich so links an uns vorbei, die menschlichen Störungen und Plagen, und wir halten es eigentlich länger aus oder besser durch, wie man sagt. Jetzt müsst ihr vorstellen, dass wir natürlich vielleicht durch die Familie wieder in Störungen hineingezogen werden. Wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder, je nachdem. Und dann merkt man, wie es denen nicht gut geht. Dann hast du vielleicht wieder Kummer, Sorgen, Nöte, Angst, dass es denen ganz schlimm geht. Auch wenn ihr Ehepartner, ihre Ehepartnerin, wenn es der ganz schlecht geht, oder ihrem Mann, vergesst bitte nicht, jeder hat für sich die Eigenverantwortung. Wir können nicht die Verantwortung für unsere Kinder immer übernehmen, für den Mann nicht, für die Frau nicht, aber wir können viel dafür tun, dass es ihm gut geht. Jetzt ist es einfach die Frage, habt ihr die Harmonie mit dem Partner oder mit der Partnerin, oder ist da immer eine Spannung? Dann ist es natürlich nicht ganz so leicht, auf der Spur zu bleiben, oder vielleicht ihr Leben so zu gestalten, wie ihre Seele möchte. Wenn du sozusagen einen Bremsklotz am Bein hast, der dich vielleicht auslacht, was du machst, das ins Lächerliche zieht, oder in der Spiritualität nichts finden kann, dann ist es natürlich ganz klar eine Herausforderung, mit so einem Menschen, den man sonst mag oder lieb schätzt, zu leben. Das ist dann sozusagen ein Fegfeuer auf der Welt oder fast die Hölle. Und da ist auch die Frage, wie lang hältst du das durch, dass du nicht daran zerbrichst? Jesus hat schon gesagt, wenn du einen Mann hast oder eine Frau, die dich verachtet und schlägst, hast du das Recht, sie oder ihn zu verlassen. Du bist nicht auf die Welt gekommen, um Schläge einzukassieren. Und das ist auch so. Wissen Sie, da muss jeder dann die Grenze selber ausloten, wie lange halte ich es aus. Wenn ich natürlich sage, ich bin da die ewige Büßerin, ich brauche noch mehr Schläge, noch mehr Bitte, noch ein paar Ohrfeigen mehr dazu, gibt eine Abrundung, dann ziehe ich das ja an. Aber überlegen Sie doch mal, wem nützt das was? Wir haben zwar ein Gesetz, von dem niemand so richtig Ahnung hat, den Ausgleich schaffen. Das ist versteckt, das liegt irgendwie hinter uns. Und wir kommen auf die Welt oft, um den Ausgleich zu machen oder durchzustehen. Und hüte denen, wissen Sie, die früher Menschen gequält haben, gefoltert haben, Tiere gequält haben, verachtet haben. Nicht vergessen, das sind auch Geschöpfe,
die der Vater mit Weisheit ausgestattet hat. Du darfst nie ein Tier quälen. Sadistisch meine ich natürlich, oder mit Freude Schmerzen zufügen. Stellt euch vor, was er gesagt hat. Wenn du so ein Tier quälst, mit Sadismus oder mit Absicht, genau diese Schmerzen wirst du in der Zukunft selber am eigenen Leib erfahren müssen, um den Ausgleich zu schaffen. Und Gott behüte uns davon. Das kann dann bitter sein, schmerzhaft sein und dauern. Und ja, ich hoffe, dass sie sowas nicht haben. Früher waren die Menschen roh, grob, gegen sich, gegen andere und gegen die Tiere insbesondere. Ich kenne Leute aus früheren Zeiten, die mir das erzählt haben, wie viele Bauern haben ihre Tiere geschlagen, weil sie einfach gefrustet waren, nicht glücklich waren, ärgerlich waren. Es war ein Ballast, die Tiere zu pflegen, natürlich zu hüten oder füttern. Und das ist natürlich ganz klar ein Fehler, das sollte man nicht tun. Wenn man nicht geborener Bauer ist, sollte man diesen Beruf an den Nagel hängen und dem Nächstbesten dann die Tiere verschenken oder verkaufen und was auch immer. Das ist natürlich, das darf man nie tun. Ich habe Ställe besucht, wo die Hälfte bis zwei Drittel der Tiere elendiglich verreckt sind in ein paar Monaten, weil der junge Bauer die Tiere nicht mochte, hasste, sie mit der Gabel, der Mistgabel stach, verletzte. Dann haben sich diese Tiere gesagt, für den bleiben wir keinen Moment mehr da. Lieber verrecken wir. Es war dann so. Plötzlich war der Stall mehr als halb leer. Die Tierärzte standen vor einem Rätsel, es gab keine Erklärung. Und dann habe ich natürlich gefunden, dass der Mensch ja eigentlich dieser Junge da gar nicht Bauern werden wollte. Er musste wohl. Oder war ihm natürlich einfach zugeschanzt worden. Und das ist natürlich keine Lösung. Ich habe ihm gesagt, was sie den Tieren angetan haben, das haben sie sich selber angetan. Das kann ich ihnen nicht abnehmen. Das Beste wäre natürlich, wenn so ein Mensch die Tiere, auch wenn sie geschoren sind, um Gnade bittet, um Vergebung und Gott natürlich dazu, dass er den Tieren hilft, dass sie das vergessen können oder wegstecken. Wie es dann einzeln immer gewesen ist mit den unterschiedlichen Bauern, war es natürlich nicht immer gleich. Die einen haben es eingesehen, haben den Beruf gewechselt, Tiere verkauft, war das Problem gelöst. Stellen Sie sich vor, dass ein Mensch in der Lage ist, ganze Obstkulturen zu zerstören durch Gedanken. Hatte ich einen Vortrag da hinten in Steiermark. Und dann kam eine Familie zu mir, die haben dort große Obstkulturen, die waren relativ groß, über 20 Hektar, und hatten Monokulturen, also Äpfel, glaube ich nur Äpfel. Da sind sie gekommen zum Vortrag und fragten mich, ob ich auf den Hof käme. Sie hatten ein ganz eigenartiges Phänomen. Das war so um die Osterzeit herum, als ich dort war. Am Frühling hat alles geblüht. Alles in bester Pracht, in vollendeter Schönheit. Und plötzlich sind die Blüten abgefallen, haben aber keine Frucht hinterlassen, also keine Fruchtkörperchen. Das hieß im Klartext, sie haben keinen einzigen Apfel zu erwarten im Herbst. Sie konnten es nicht verstehen. Sie haben schon 30 oder 40 Jahre gut gewirtschaftet. Sie lebten davon, war fast halb industriell, die Kühlanlagen und so. Das Problem war, als ich dort war, habe ich gesehen, der Schwiegersohn und die Schwiegertochter, die haben es gar nicht gern gemacht. Es hat ihnen richtig gestunken, diese körperliche Arbeit, bei der Ernte, beim Schneiden, beim Arbeiten im Feld. Es war nicht das ihre. Sie sind verheiratet gewesen und haben da vielleicht gedacht, ja, das sind ja nur blöde Bäume da, Scheißbäume. Jetzt haben die den ganzen Obst, Garten oder die verschiedenen Abteilungen verflucht und geschimpft, was das Zeug hier, das hat ihn auch gestunken. Und eine Verfluchung kann verheerende Wirkung haben. Vergesst bitte nicht, alles ist Geist. Die Pflanzen, die Naturgeister in diesen Pflanzen haben zugehört oder haben es verstanden. Jetzt haben die gesagt,
für diese Idioten bringen wir keinen Apfel mehr an den Tag. Und scheinbar haben die das abgeschaltet. Kein einziger Apfel ist da gewachsen im Moment. Und ich habe dann nach oben gefragt, darf ich da helfen oder gibt es da überhaupt eine Chance, dass man helfen kann? Haben sie gesagt, ja. Da habe ich mit denen da quasi Rituale gemacht auf dem Feld, rumgelaufen am Abend. Und diese beiden Schwiegertöchter, Schwiegersöhne und natürlich die eigenen Kinder und der Bauer, die mussten grundsätzlich sich entschuldigen bei dem Naturgeist der Pflanzen. Gott bitten, dass er die Pflanzen jetzt heilt und dass trotzdem ein Ertrag möglich ist. Es gab ein bisschen ein paar Tränen, denn es war auch wirtschaftlich. Ihr ganzer Einkommensertrag war von diesen Pflanzen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hoffe, dass es einfach im nächsten Jahr dann kommt. Also war meine Meinung. Ging nach Hause. Es ging gar nicht lange, so 3 Wochen. Riefen die mich an, schrieben E-Mail. Es ist ein Wunder passiert, die Pflanzen blühen noch einmal. Wissen Sie, das gibt es gar nicht. Es ist vieles möglich. Und dann im Herbst war ich dann in Maria Fieberbründel in der Steiermark. Sind sie gekommen, haben eine ganze Kiste wunderbare Äpfel gebracht. Sie haben nicht weniger als die letzten Jahre. Wie ist das möglich? Das ist ein Wunder geschehen. Wunder passieren jeden Tag. Nur die Leute merken nicht, dass es ein Wunder ist. Aber ihr habt es ja produziert oder provoziert. Ein anderer Fall. Man geht so leicht über die Gegend und denkt sich nicht dabei, ja Gras, Äcker, ja was ist das schon? Aber wissen Sie, von dem leben wir ja. Vom Ertrag der Landwirtschaft. Ohne Landwirte sehen wir dann nicht mehr so gut aus. Hatte ich letztes Jahr so ein Phänomen, da rief mich ein Bauer an, das war ungefähr so, ja, wie das mal anfangs Mai schätzungsweise. Sie kommen Sie bitte sofort zu mir, ich habe gesät, das weiß ich nicht mehr, viele Hektar, und bei mir wächst gar nichts mehr, nicht einmal mehr Unkraut. Meine Nachbarn rundherum haben auch gesät zur gleichen Zeit, vom gleichen Hersteller oder gleichen Landwirtschaftsgenossenschaft. Und bei denen ist es bereits schon wadenhoch. Korn, Gerste, Hirse, weiß ja nicht, was es war. Kommen Sie bitte, da stimmt etwas nicht. Mich haben wahrscheinlich die Nachbarn verhext oder haben meine Gärten oder meine Äcker kaputt gemacht durch Hexerei. Da habe ich es ausgependelt in Ruhe und habe gesagt, ja, lieber Mann, das haben Sie ja selber gemacht. Ja, was, das habe ich noch nie gemacht. Der Bauer, der 50, ein sympathischer Kerl. Habe ich schon gesehen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, nicht in dem Leben. Vor 235 Jahren waren Sie hier auch schon Bauer. Damals haben Sie einfach aus Verzweiflung oder irgendeinem Frust Ihre Äcker, Ihre Erde vernichtet, gehasst und natürlich verflucht. Ja, das gibt es doch nicht, aber ich nehme es zur Kenntnis. Da hat er gesagt, warum ist es eigentlich jetzt erst jetzt passiert? Ich bin jetzt etwa 50. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, damals waren Sie auch im gleichen Alter, dort haben Sie es gemacht. Vieles an Störungen, Leiden kommen im gleichen Alter zum Vorschein, wie damals, wo man es fabriziert hat oder installiert hat. Ich gab ihm dann die Rituale an und sagte ihm, soll diese Felder abschreiten, dass diese Verfluchung rückgängig machen und oben bitten, dass sie ihm helfen. Und den Ertrag segnen, die Frucht, die im Boden ist, noch schlafend, weckt. Ging 10 Tage, rief er an, bis die ersten Sprösslinge kommen. Wie ist das möglich? Ich sagte, es ist alles möglich. Und dann im Herbst hat er mir auch wieder bestätigt, es war gar nicht ein schlechteres Jahr. Der Ertrag war eigentlich mehr oder weniger im normalen Bereich. Aber er hat gesagt, jetzt habe ich die Lektion verstanden. Und das ist natürlich immer die Frage, was verstehe ich jetzt, was früher war? Das ist einfach in der grauen Vergangenheit. Keiner weiß, was früher war. Überlegen Sie doch, liebe Frauen und Männer, wenn ich Sie frage, wissen Sie denn, wer Sie sind? Woher Sie kommen? Was Sie hier suchen? Was Sie hier verändern wollen? Was Sie hier korrigieren möchten? Vergeben? Verzeihen oder um Verzeihung, um Vergebung bitten.
Nichts wissen wir. Wir meinen, wir sind intelligent, aber da ist der Verstand nicht in der Lage, das zu verstehen. Er ist nicht dabei gewesen, dieser Verstand. Und da stehen wir an. Wenn wir alles wüssten, wäre vieles ein Kinderspiel. Aber es könnte auch sein, dass wir auf Sachen stoßen, die absolut unverdaulich sind, nicht zum Überleben werden. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie alles sehen könnten, was Ihnen angetan wurde. Nur schon das. Es könnte Ihnen speiübel werden, schon im ersten 5 Minuten Film. Und dann kommt noch das Schlimmere dazu. Wenn Sie dann plötzlich merken, ich war ja einer der Täter oder Täterin, dann wird es Ihnen noch schlechter. Und es ist oft auch eine Gnade, dass uns das genommen wird oder gelöscht wird und einfach weg ist oder fort ist. Da müssen wir einfach schauen, dann, wie können wir das andere, das noch da ist, das Problem, lösen. Ich würde Ihnen anraten, wenn Sie das spüren, einfach dort in der Vergangenheit Rituale machen, die all das löschen, was Sie selber nicht wissen. Was irgendwo versteckt ist, gelagert, aber Ihnen jederzeit zum Verhängnis werden kann. Es gibt Menschen, die können sich an alte Leben erinnern, so teilweise, aber ist dann oft, sind sie nicht sicher, ist es wirklich real oder habe ich mich getäuscht oder ist es vielleicht nur eine Einbildung oder habe ich das gelesen? Oft, ja, hätte es natürlich eine Erleichterung, wenn ich dann mehr wüsste. Jetzt meine Kleine, ich habe ein 8-jähriges Mädchen, die kann sich ans letzte Leben relativ gut erinnern. An gewisse Episoden, gewisse Gebäude in der Gemeinde und an gewisse Familien von früher. Aber wenn ich sie konkret frage, weiß sie es nicht. Jetzt, wenn ich sie hinten auf dem Sitz habe, fahre durchs Dorf, wo ja wir zusammen gelebt haben, sie ist meine verstorbene Großmutter, dann sagt sie, weißt, Papi, hier war ein Kinderheim. Das waren alles Kinder, die hatten keine Eltern. Und da waren Schwestern von Menzingen, die haben das gemacht, geführt. Und von denen kamen sehr viele zu mir in die Schule. Sie war Lehrerin. Und erzählt sie wieder sowas und sagt, Michel, woher weißt du das? Ja, Papi, weiß ich auch nicht, ich weiß es einfach. Aber das Kinderheim ist schon lange nicht mehr, das ist vor 40 Jahren schon abgerissen worden. Aber logischerweise, sie hat das erlebt, ich habe mit ihr ja zusammengelebt, am gleichen Ort. Dann sagt sie wieder, schau diese hässlichen Häuser, Kisten mit Löchern. Früher standen da schöne 2 Bürgerhäuser. Da in einem wohnten 2 Familien mit 3 Söhnen, da drüben, andere hatten 3 Mädchen und 2 Söhne, und 2 von denen kamen zu mir in die Sekundarschule. Das waren liebe Leute, und die Kinder auch. Und es gab da schöne Bäume, jetzt ist alles kaputt. Es hat sie fast beelendet, wenn sie das sah. Es waren schöne Häuser und jetzt sind nur noch Wohnkisten mit Löchern. Also hat sie berührt. Dann weiter unten ist noch ein Haus gewesen mit einer Mühle. Da sagt sie, hier war ein altes Haus mit einer Sägerei, mit einem Werk, weißt du das noch? Sag ich, ich weiß schon noch. Das hat man abgerissen. Konnten den Namen anderer Kinder noch wissen. Und das ist dann für sie, ja, wie so ein Auflösen, wenn man dann wieder fragt am Heimweg, du, Michel, am Runterfahren hast du das erzählt. Weißt du noch genaueres, noch mehr? Ja, Papi, frag mich was anderes, ich habe schon vergessen. Das ist dann wie gelöscht, aufgelöst, es war auch kein Problem. Stellen Sie sich mal vor, problematisch wird es für einen Mensch, der sich daran erinnert, was er besessen hat. Wir arbeiten meistens für unsere Wohnung, für unser Haus, je nachdem. Der eine hat da vielleicht Eigentum, der andere nicht. Dann zeigte ich ihr, das war jetzt vor 5 Jahren, ein Bild, wie man das Haus, nein, das war jetzt vor 4 Jahren, ihr Haus abgerissen hat. Meine Cousins rissen das Haus ab, machen eine große Überbauung. Es hat mich selber emotionell sehr berührt. Gehst du 30 Jahre oder 40 Jahre zu der Oma zu Besuch und plötzlich siehst du das Haus einfach da halb kaputt, halb runtergerissen. Mache ich ein Bild von der Nähe,
ein Bild weiter weg und zeige dann zwei Tage später in Passau einer kleinen Schamischel, kennst du das Haus? Sie war noch nie dort. Oh Papa, was sind das für böse Menschen? Die machen mein Haus kaputt. Geh sofort hin und sag denen, sie sollen stoppen. Das ist mein Haus. Die haben hier nichts zu suchen. Dann schaut sie so ein bisschen eine Minute und sagt nichts. Aber Papa, ist eigentlich schon ein altes Haus. Vielleicht wäre es doch besser, das Haus abreißen und ein neues aufzustellen. Ich sage, genau das machen deine Enkel. Die sind jetzt gerade dran. Oder du hast es wieder abgehackt, hat sie wieder mit Lego gespielt, war ungefähr 4. Im Winter drauf, an der Fasnacht, wollte sie mit mir tanzen gehen. Und dann am Heimweg hat sie ja, plötzlich diese Baustelle gesehen, die war eingerüstet, einverkleidet, das war im Februar. Dann plötzlich wurde sie wütend, mitten auf der Straße. Und ja, das Haus war natürlich im Rohbau oben, oder? Und dann stampfte sie. Was für Verrückte bauen hier ein so ein Haus, so ein hässliches Haus. Es gehört mir. Wer hat denen erlaubt, das Haus abzureißen? Ja, deine Enkel, sage ich. Ich will meine Wohnung wieder. Hat sie gestampft, war sie wütend. Ich habe mein Leben lang gearbeitet für das Haus. Jetzt machen die Deppen das kaputt. Wenn du dir vorstellst, kommst du zurück. Deine Hütte ist nicht mehr da. Andere haben ein Haus hingekotzt. Es hat sie berührt. Dann sage ich, Michel, schau mal rundherum. Möchtest du hier in diesem Dorf noch leben? Wenn ich dann nicht mehr bin, kannst du mein Haus haben, dann siehst du in die Berge auf die Seen. Papa, hast recht, hier will ich nicht mehr leben, hier habe ich es schon gehabt. Komm, wir gehen nach Hause, ich bin müde, es war morgen um 1. Gehen wir heim, abgehakt, Thema. Einfach vorbei. Und das ist schon so, stellt euch mal das praktisch vor, wenn du plötzlich dich erinnerst an etwas, dass du erschaffen hast und andere machen es dir kaputt. Du kommst dann 40, 50 Jahre später wieder auf die Welt und siehst nichts mehr, das dir gehört. Totaler Frust im Quadrat. Und das ist oft auch eine Gnade, wenn du nichts mehr weißt. Habt ihr aber auch schon gemerkt, es gibt Orte oder im Dorf, vielleicht Häuser oder vielleicht auch Wiesen oder Felder, wo ihr sehr eine gute Beziehung habt. Ihr habt das Gefühl, das kenne ich irgendwoher. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, da war ich schon. Aber Sie wissen, ich war noch nie dort. Das ist die Erinnerung Ihrer Seele. Oft ist das zugelassen oder wird so gesteuert. Kann uns natürlich auch helfen, dass wir merken und sicher sind, es ist unendlich unser Leben. Wir kommen ja immer wieder. Wissen Sie, es kann ein positiver Effekt produzieren. Du merkst, es hört ja nie auf. Aber stellt euch vor, wir sind da oben im Himmel, alle zusammen miteinander. Freuen uns da oben, es geht uns gut, sehen aber unsere Kinder, unsere Enkel da unten strampeln, sich abrackern und ja, sie kommen nicht so richtig über die Runden. Jetzt unternehmen wir eine Rettungsaktion zusammen, jeder auf seine Art. Wir beschließen, wir gehen da runter und helfen denen. Jetzt kommen wir da unten an, sind ein Baby, gestrichen, voll gekackt mit dem Pampers am Rücken und können nicht mal reden, nicht mal selber essen, schon gar nicht laufen und denken. Also du bist ausgeschaltet, ein absolut Menschlein, Menschenklumpen. Langsam wächst du heran und dann kann ich ihnen sagen, du wirst noch frustiger, du hast gar keine Ahnung, was du hier willst, was du hier suchst. Höchstens du stößt drauf auf solche Ereignisse, meine Tochter, ihr Haus wurde abgerissen. Bekommst du das erste Mal richtige Wut oder Zorn? Und das ist natürlich dann vielleicht eine Chance, wieder einzusteigen. Jetzt suchst du deine Verwandten und Bekannten. Jetzt suchst du deine Enkelkinder und musst feststellen, wenn du überhaupt je einen noch siehst, die sind ja schon 80 und ich bin erst 10. Dann nützt du wahrscheinlich nicht mehr viel, oder? Mehr als 10-Jähriger. Also hast du die Zeit verpasst. Einen Augenblick da oben ist unten vielleicht 20 Jahre. Oder auch 10 Jahre, das weiß ich auch nicht. Es gibt ja keine Zeit da oben. Und darum ist es so eigentlich enorm schwierig, von dort herunterzukommen und meinen, ich komme bei meinen Liebsten wieder an. Die kennen mich dann und die nehmen mich wieder auf als verlorener Sohn oder verlorene Tochter.
aber es ist nicht die beste Idee. Da ist wahrscheinlich da das Problem, dass alle sich verloren vorkommen oder keiner weiß, wo er eigentlich hingehört. Die Suche geht dann in die zweite Runde oder die nächste Runde. Und das ist natürlich ganz klar für uns alle das gleiche Thema. Die einen nehmen es mit dem Leben leicht, es gelingt ihnen, Fuß zu fassen. Andere werden nie richtig fündig, was sie eigentlich hier suchen, hier tun wollen oder tun möchten. Hallo? Also Maskenball ist abgeschafft. Sie können reinkommen. In der Schweiz ist von Samstag an Maskenpflicht aufgehoben, fertig. Schon ein bisschen noch, aber die Nachwehen der Politiker. Aber es ist so, dass wir eigentlich blind sind im Leben. Wir haben keine Chance, dort anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wir haben uns das aber vorgenommen. Jetzt, was passiert, wenn ich dann einfach über etwas stolpere, das ich früher schon gemacht habe, ist die Gefahr riesig, dass ich das Gleiche wiederhole, weil ich glaube, wenn ich das wiederhole oder wieder mache, komme ich dann auf die Lösung. Aber dann bist du wieder im gleichen Kacko drin, gleichen Problem, hast aber noch keinen Lösungsansatz, hast du keine Idee. Also darum sind wir oft leider Wiederholungstäter, Wiederholungstäterin, und machen das Gleiche mehrfach. Wenn Sie mir glauben können, würde ich Ihnen anraten, das zu lösen. Bringt ja nichts, immer wieder zu leiden, immer wieder von Null anzufangen oder nicht vorwärts zu kommen. Also müssen wir auch bestrebt sein, eigentlich alte Sachen abzuhängen, zu lösen, zu löschen. Uns natürlich frei zu machen für Neues. Das ist nicht immer so leicht. Wir hängen lieber an etwas Altem, Unguten fest, als an etwas Neuem, wo wir nicht sicher, ob es gut kommt. Wissen Sie, ist eigentlich das Alte. Hast du Erfahrungen gemacht, wenn sie auch nur schlechte sind? Darum sagt man oft im Mundart, am Alten ist man gehalten. Es hat was. Wir hängen oft zu fest am Alten, weil wir den Mut nicht haben, neue Wege zu gehen für die Seele, neue Gedanken zu pflegen oder neu uns zu formatieren. Wir haben oft Angst, wenn man das Alte löscht, dass ich es dann unwiderruflich verloren habe. Aber Sie wollen Sie etwas behalten, das Sie erinnert an Leiden, Drama, Krieg, Hungersnöte, Pestilenzen, und natürlich Epidemien, früher gab es das auch, ganze Dörfer wurden gelöscht. Und da konnte man nicht helfen. Und das scheint auch heute noch so. Man kann heute auch noch nicht helfen, gewissen Sachen. Aber vielleicht gewissen Sachen kann man vorbeugen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wir natürlich regional unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Das kann man, wenn die Geschichte ein bisschen nur überfliegen. Sehen Sie, dass Regionen nebeneinander ganz verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Die einen hatten das Glück, Krieg ging an ihnen links vorbei, die anderen hatten den ganzen Krieg jahrelang. Und ist natürlich ganz klar, Kriege verletzen die Gefühle, die Emotionen, die Seele und das Herz. Die anderen daneben, sie waren auch traurig, aber sie waren nicht mitbeteiligt. Das ist ein Unterschied. Und darum brauchen wir ja die verschiedenen, wie so Puzzlesteine auf der Landkarte mit Menschen, die unterschiedlich sind, Verschiedenes erlebt haben. Denn die Verschiedenheit macht es aus, die Entwicklung. Wenn alle genau gleich sind, genau das Gleiche erlebt hätten, ist die Wahrscheinlichkeit der Fortschritt nicht gut absehbar, also schwerer zum Nachvollziehen. Und dann sehen Sie, in Europa ist eigentlich nicht riesig, da haben wir so viele verschiedene Länder und alle haben natürlich da ihre Blessuren gehabt im letzten Weltkrieg. Das war nicht eine schöne Zeit. Wir sind ja alle Nachkriegskinder, ich auch. Also wir haben jetzt einfach Glück gehabt, der Kelch ist an uns vorbeigegangen. Aber was wir gehört haben von den Eltern oder vielleicht von unseren Freunden im Ausland, war nicht gerade so erbaulich. Wir haben aber einfach trotzdem Glück gehabt und ich hoffe, dass das Glück uns treu bleibt und wir das Glück behalten dürfen.
erstens körperliche Unversehrtheit, geistiger Normalität, sagen wir mal, und natürlich eigentlich keine Zerstörung von unserem Umfeld, von unseren Dörfern. Das ist ein riesen Privileg, das wir jetzt hatten in diesem Leben. Uns wurde nichts zerstört und hoffen, dass es so bleibt. Und dafür müssen wir auch was tun. Wir müssen danken, dass eigentlich wir in diesem Glücks eigentlich Inselbereich leben dürfen. Und gerade hier im Bodensee, auf der anderen Seite von der Rheinischen Schweiz, da haben wir natürlich eine gute Zone, wo eigentlich alles so läuft, die Wirtschaft mehr oder weniger auch wie geschmiert. Mit Baden-Württemberg da drüben und Bayern, diese vier Regionen sind die finanzstärksten eigentlich in Europa und die fleißigsten Leute, muss man vielleicht noch sagen dazu. Es gibt auch andere, die fleißig sind, aber der Wohlstand ist dort nicht unbedingt so eingetreten. Aber trotzdem, wissen Sie, Wohlstand macht Leute blind, undankbar und vielleicht auch kalt. Wir haben die Gefühle verloren zu denen, die schwächer sind, oder wir haben Mühe damit, die zu verstehen. Und das ist natürlich dann für uns auch wieder ein nicht gutes Erwachen, wenn da vielleicht eine Säuberung kommt. Wir müssen schauen, dass wir eben dabei bleiben können, Wohlstand behalten dürfen, aber anderen etwas geben, die noch nichts haben. Oder mindestens nur schon mit einem guten Beispiel vorangehen, wie man es macht, ohne die ganze Umwelt zu zerstören. Viele denken, ja, andere haben Umweltprobleme, ich nicht. Wir hängen eben alle im gleichen Boot, wissen Sie. Und da machen wir also viele Fehler in Sachen Umwelt. Und trotzdem, lasst euch nicht täuschen, die Umwelterwärmung ist natürlich von der Sonne. Wir hatten letzten Jahr, 10 Jahren, eine intensive, starke Sonneneruption wie vorher noch nie. Und die Sonne macht natürlich alles wärmer und spielt auch mit dem Wetter verrückt. Wir Menschen machen auch keine große Freudensammlung für die Erde. Aber nicht vergessen, die Maßnahmen, die wir versuchen zu machen, kosten uns viel Geld, gibt Streit, es gibt Schwierigkeiten, aber nützen nicht so viel. Und zudem müssen Sie selber mal eine Bergwanderung machen auf den Aletschgletscher, 4000 Meter. Dann sehen Sie noch Baumstrünke, 40.000, 50.000 Jahre vor Christus. Es war früher schon mal Urwald, Warmzeit, hat mehrere Eiszeiten gegeben. Und ob sowas nicht auch wieder eintritt, das wissen wir dann noch nicht. Wir sind in einem globalen Netz drin. Der Lebensspender für uns ist die Sonne. Denken Sie auch daran, wir sollten auch dankbar sein für das tägliche Licht. Denn diejenigen, die es nicht haben, die im Smog leben oder ihre Welt versauern, oder Nordländer, die ein halbes Jahr die Sonne nicht sehen, haben dann oft Riesenprobleme mit ihrer Psyche. Wissen Sie, die Sonne brauchen wir, aber die Sonne braucht uns nicht, wir sind ja da ein Planet. Und das ist alles in ordentlichen Bahnen, läuft das. Hat Epochen, Zeitabschnitte und in welcher Zeit wir uns jetzt befinden, kann niemand so genau sagen. Wie es weitergeht, es geht immer irgendwie weiter. Aber wir können vielleicht verschiedenes Altes nicht festhalten, wir müssen uns vielleicht mit neuen Tatsachen herumschlagen. Wichtig ist, dass wir als Menschen einfach inmitten von diesen Turbulenzen, vielleicht auch klimatischen Schwankungen, versuchen, das Beste zu machen für uns, für unser Dorf, für unsere Familie, für unser Land. Und glauben Sie, mit Gott im Rücken kann uns eigentlich nichts passieren. Auch wenn wir dabei umkommen sollten. Ein steifer, guter, gesunder, tiefer Glaube bestätigt mir ja, es kann mir passieren, was will. Ich bin immer unzerstörbar als Seele, ewig lebendig. Und das ist einfach die gute Nachricht. Und das würde ich Ihnen anraten. An den halten Sie sich. Die Liebeskanäle nach oben sind die intensivsten. Es kommt aber ein Aber. Stellen Sie sich mal vor,
Wenn Menschen mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, den Körper grundsätzlich ablehnen, gar verachten oder ihn noch schlimmer hassen, aus was für Gründen auch immer, sie gefallen sich im Spiegel nicht, hatten immer was auszusetzen oder an sich zu kritisieren. Und Jesus hat an zwei Stellen auch gesagt, niemand kommt zum Vater zurück, wenn er sich und den Körper nicht liebt oder ablehnt, kritisiert. Das heißt im Klartext, er kritisiert den Baumeister seines Körpers. Und das hört er dann gar nicht gern. Und so ein Mensch bekommt dann keine Hilfestellung mehr oder keine Unterstützung mehr. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht tun. Und die Frauen müssen euch besonders daran erinnern, irgendwo gibt es einen Grund dafür, dass ihr nicht zufrieden seid mit eurem Körperbau oder dem Aussehen oder der Körpergröße oder was auch immer. Ihr seid viel kritischer als wir Männer. Wir Männer sind noch schnell zufrieden. Wir wissen, dass wir so sauschön sind, dass es gar nichts Besseres gibt. Wir haben schon fast Einbildung, aber ihr Frauen wollt einfach so sein wie eine Barbie-Puppe, das ist eine Fantasiefigur. Und momentan können Sie selber beobachten, schauen Sie mal die Medien an. Alles geht nur auf das Körperäußere, aber niemals auf das Innere. Und meistens sind solche Menschen, die scheinbar da schöner sind als wir, das ist ja noch schnell möglich, wissen Sie, ob die glücklich sind und sich das bewusst sind, dass sie da schöne Menschen sind, die haben auch wieder andere Probleme. Ich kenne solche. Die schönsten Menschen haben oft größere Probleme als einer, der gar nicht merkt, dass er schön ist oder sowas Ähnliches. Einfach die Unzufriedenheit ist ein Gift und zerstört alles und sogar die Nähe zum Schöpfer. Ich kritisiere meinen Baumeister. Aufgepasst, ihr müsst dort anfangen, zuerst bei euch selber. Jetzt im früheren Leben war es natürlich auch so, das könnt ihr euch sogar noch erinnern, in der Kirche hat man oft gepredigt, eine Frau darf sich nicht schön machen, nicht hoffärtig oder nicht reizvoll darstellen gegenüber den Männern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir Männer haben ja Freude an schönen Frauen, allgemein, und haben nichts dagegen, wenn sich die Frau pflegt. Wahrscheinlich die Frau hat auch Freude, wenn wir einigermaßen da hergerichtet sind. Aber stellt euch vor, was das heißt. Man hat euch sozusagen verboten, zu euch selber zu schauen, Freude an eurem Körper zu haben, ja sogar eine Körperfeindlichkeit. Und in gewissen Kreisen, religiösen Kreisen, ist das ein Programm, Körperfeindlichkeit. Und heute hat sich im Außen alles umgedreht, alles auf Körper gedrängt. Alles künstlich aufgepumpt und natürlich aufgeblasen und gebotoxet bis zum geht nicht mehr. Schaut mal diese Menschen später an, wenn sie es überhaupt überleben. Alles, was wir dem Körper antun in diesem Leben, hat er im nächsten Leben als Schaden. Aufgepasst, was wir da tun. Die Eingriffe sind nicht harmlos und gehen nicht alle an uns vorbei. Sogar Gelenke, die die Menschen jetzt einpflanzen, gedankenlos, können aber temporär nützen und bei der Beweglichkeit dienen. Im nächsten Leben ist die Gefahr groß, wenn es der Mensch nicht versteht, dass dort keine Gelenke mehr sind. Ich habe schon hunderte von Röntgenbildern gesehen von Ärzten, die mich gefragt haben, was ist mit diesem Kind? Ich habe keine Gelenke. Ja, man hat es ihr 20 Jahre vor dem Tod rausgenommen, abgeschnitten, weggeschmissen. Der Körper baut es nicht mehr nach. Ihr müsst es aufpassen, wir haben ein perfektes Körpersystem geschenkt bekommen. Wir sollten es nicht verändern, einfach so zum Spaß. Die Schäden kommen nachher. Das gleiche haben wir mit Implantationen oder Transplantationen von Organen. Im Moment kann es vielleicht ein Leben verlängern, aber der andere hat dann ins Gras gebissen. Dem wurden die Organe weggenommen, als er noch lebte. Im nächsten Leben haben zwei diese Organe nicht mehr. Ich kenne solche Fälle. Ich kenne jede Menge von Internisten, die haben mich gefragt, was ist denn da los? Kinder kommen auf die Welt ohne Magen, ohne Unterleibsorgane, ohne Gelenke.
Das sind ja die meisten, die häufigsten Kniegelenke, Hüftgelenke. Ja, warum denn wohl? Man hat es weggenommen, rausgeschnitten, weggeschmissen. Sie, das sollte man nicht tun. Es rächt sich im nächsten Leben. Ob es dann je wieder gut wird, das weiß ich auch nicht. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich muss nur die sehen, die jetzt das Problem haben. Aufgepasst, was wir tun, denken, machen. Wir haben einen praktisch perfekten Körper bekommen. Natürlich kann dieser Körper einen Schaden bekommen durch Unfälle, durch Störungen, Nervenkrankheiten, Gifte, lebensunfreundliche Umstände. Das gibt es natürlich, der Körper plötzlich auf Störung geht. Aber wir müssen schauen, dass er gesund bleibt, so gut es geht. Das ist unserem eigenen Interesse. Das hat ja kein Mensch eigentlich Interesse, sich selber zu zerstören. Aber schauen Sie heute, wie viele Menschen unzufrieden sind. Wenn Sie am Strand sind, jeder zweite ist tätowiert. Ich habe im letzten Sommer gesehen, Leute, ganz junge, schöne, ganzen Körper wie eine Tapete. Sie müssen wissen, wenn die wieder auf die Welt kommen, dort ist keine Haut mehr. Die Haut wächst nicht mehr nach. Jetzt habe ich natürlich fast schon 3-4 Dutzend Kinder, die auf die Welt gekommen sind. Das ist dann genau die Zeichnung. Am Arm, am Bein, am Rücken, am Arschbein ist dann nichts mehr, kein Fleisch mehr. Wächst nicht nach. Und das ist natürlich aufpassen, was man da tut. Im Moment kann es lustig sein, aber wir fahren den Schaden ein. Wissen Sie, ich mache in Ihrem Auto wahrscheinlich sowas nicht, aber in Ihrem Körper schon. Aufgepasst, was man da tut, es kommt nicht gut, kann ich Ihnen garantieren. Aber vielleicht hat nicht jeder den gleichen Schaden und Leiden nachher vom gleichen Tun. Wissen Sie, das ist die Frage, was ist dahinter? Habe ich das aus Übermut gemacht, im Suff, oder vielleicht war ich nicht zufrieden, das ist ein Unterschied. Aber wie auch dem, man kann, solange man lebt, mit dem Körpergeist sprechen und viele von diesen Störungen rückgängig machen. Zum Beispiel, wenn man nicht mehr zufrieden ist mit einem Tattoo, mit dem Geist der Haut sprechen und sagen, du löscht das, diese Erinnerung an diese Einstiche, an diese Farbe. Du bist wieder so wie am Anfang, vollkommen perfekt, gesund. Ich liebe dich als Kunstwerk der Vollkommenheit. Und ich habe jetzt schon ein paar Dutzend, die haben Rückmeldungen gemacht. Nach ungefähr einem Jahr, die anderen bei 2 Jahren, sind die Tattoos verschwunden. Also der Körper kann sich selber heilen, wenn sie ihm den Auftrag geben. Und ich meine, es sind jetzt Äußerlichkeiten, aber da muss man aufpassen, was man da vielleicht noch unter dem Rock oder unter der Bluse trägt. Das ist dann eigentlich früher oder später dann ein Schaden der totalen Dimension. Das ist dann schlimm. Also aufpassen, man kann sich ja dementsprechend farbig kleiden, aber den Körper sollte man nicht verändern. Er ist ein Geschenk. Und Geschenke sollte man auch nicht kritisieren, sagt man. Oder wir können schon kritisieren, aber du bekommst dann nichts mehr. Das ist eigentlich logisch. Jetzt stellt euch vor, dass wir eigentlich als Menschen natürlich oft Abgucker sind, Kopiermaschinen und so einem Glaubensmuster oder einer momentanen internationalen Masche Folge leisten. Sehen Sie bei der Mode schon. Da frage ich mich dann oft auch, warum machen diese Menschen damit den größten Blödsinn, also hässliches Glump anziehen, teuer, und es passt ja hinten und vorne nicht. Warum kann sich nicht jeder so kleiden, wie es ihm gefällt, Spaß macht, und seinen Weg gehen? Fällt Ihnen das auch auf, bei Schulbus-Wartestationen gibt es so Zeiten im Jahr, da sind alle Jugendlichen gleich angezogen. Gleiche Klamotten, gleiche Hosen. Oft haben sie auch Lippenstift dran, schwarz und schwarze Augen. Und denken, ja Gott, Zombies auch noch. Was machen die denn? Die sind auch so modebewusst. Derjenige, der eigentlich da nicht mitmacht, ist bald ein Sonderling. Glauben Sie mir, liebe Frauen, die Qualität liegt in der Quelle. Und es ist nicht leicht, gegen den Strom zu schwingen, wenn Sie die Wahrheit und die Quelle suchen. Die ist oben, kommen Ihnen alle entgegen. Mühsames Unterfangen, aber unter Umständen, wenn Sie die Wahrheit suchen und die Quelle Ihres Seins, müssen Sie verschiedene Widerstände überwinden. Es wird uns ja nicht unbedingt immer alles geschenkt.
Also es ist mit Tun verbunden. Von nichts kommt nichts. Jetzt haben Sie vielleicht Fragen, könnt ihr vielleicht heute ein bisschen auflocken, wo vielleicht vielen jetzt vielleicht in den Sinn gekommen ist, Fragen, die Sie vielleicht berühren oder vielleicht beschäftigen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich was weiß. Sagen Sie nur, schämen Sie sich nicht, niemand da. Ja, bitte. Also, ich habe vor ein paar Jahren selber eine Operation entschieden. Und wenn ich das jetzt eigentlich gut machen möchte, ist es das Gebet für den Körper. Wichtig ist, dass man mit dem Körper spricht, an der Stelle, wo man operiert wurde, dass er sich erinnert an den Urzustand und sich wieder eigentlich neu formiert, vielleicht wieder zurückkommt zur normalen Situation. Und ich kenne Leute, die haben das wirklich auch geschafft, dass verschiedene Operationswunden verschwunden sind oder Schädigungen, die durch Eingriffe passiert sind, wieder eigentlich repariert wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man im nächsten Leben dann wieder ganz auf die Welt kommt. Wir müssen es bewusst jetzt machen, als Verstorbener können wir gar nichts machen. Und im nächsten Leben, wenn wir mit dem Schaden ankommen, wird es für den Körperbau, für die Seele schwieriger sein, Rekonstruktionsarbeiten machen an einem Bauwerk, wo der Bauplan nicht mehr dabei ist. Wissen Sie, es ist wie eine Architektur. Der Körper hat einen Plan. Und den Plan, den haben wir immer dabei. Aber wenn der nicht mehr ganz ist, der Plan, beschädigt, dann weiß ich dann auch nicht, ob es es dann garantiert. Aber jetzt, glauben Sie dann, man kann vieles ändern. Ein Beispiel, dass Sie es besser verstehen. Ich hatte in München eine Familie, die ist zu mir gekommen. Eines ihrer Mädchen war aus Sri Lanka. Die haben sie adoptiert, als sie ungefähr anderthalb, knapp zwei Jahre alt war. Braunes Kind. Die Eltern hatten keine Kinder bekommen, sie waren schon, sagen wir, über 40. Und dann wuchs das Kind heran, und jetzt weiß ich nicht mehr genau, mit 3 oder 4 Jahren plötzlich zerfärbte sich die Haut, speziell bei den Armen bis zu der Achsel und bei den Beinen auch bis zum Gesäß, und die Farbpigmente waren nicht mehr da, verschwunden. Und wissen Sie, bei einem karamellfarbigen Menschen ist dann Hautpigmentstörung viel extremer, kontrastreicher als bei uns. Wir sind ja weiß. Bei uns ist schon ein weißer Fleck noch viel, auch sehr störend. Und bei der hübsche junge Frau, gut 20, hat dann gesagt, ich schäme mich, kann nie einen kurzen Rock anziehen, schon gar nicht ärmellose Blusen. Im Freibad kann ich vergessen, kann ich nicht hin. Da sehe ich aus wie eine Aussätzige. Oder die Haut ist so intakt, aber es ist dann einfach schneeweiß. Können Sie mir helfen, was ich tun kann, was soll ich tun? Jetzt ist es bei ihr eben bei ungefähr 3, 4 Jahren gekommen, habe ich es ausgependelt. Jetzt ist dieses Kind im letzten Leben in seinem Dorf da, wo wahrscheinlich Hütten waren oder vielleicht strohbedeckte Häuser, verbrannt mit dem Haus. Es hat sich enorm verbrannt. Und das Kind konnte überleben, hat dann wahrscheinlich das ganze Leben lang diese Brandmale an Armen und Beinen und hat sich daran gewöhnt, aber den Körper vielleicht abgelehnt oder gehasst. Stell dich vor, da bist du wie ein Aussätziger. Da habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich hoffe, dass Sie das schaffen, das zu korrigieren. Sie müssen jetzt einfach sich selber das vergeben, diese Gedanken, die Sie früher hatten, die gegen Sie selber waren. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin hässlich. Der Körper ist abstoßend und so weiter. Man denkt dann oft nicht sehr positiv. Und Sie müssen das lösen. Das ist der geistige Befehl. Und das Zweite ist mit dem Körpergeist der Haut sprechen. Ich rufe dich, lieber Körpergeist der Haut, das Kapitel 18 vom Gebetsbuch. Hör mir bitte zu, ich bin die Seele. Ich bin deine Chefin. Du bist mein Diener. Ich bitte dich, erinnere dich an den Urzustand der vollendeten Schönheit und Perfektion, so wie der Herr dich mir geschenkt hat am Anfang, zu Beginn. Und das jeden Tag machen. Morgenbegrüßung und das Gebet. Dann war ich dann 3, 4 Monate später wieder dort in München, kam sie mit der Mutter und sagt, sie ist auch gebessert.
Schauen Sie, meine Arme nehmen jetzt Farben an, zwar noch nicht perfekt. Aber was soll ich tun? Ich sage, bleiben Sie einfach dran, der Körper braucht auch eine gewisse Zeit. Und dann war ich dann in Rosenheim, dann kam sie wieder, das war vielleicht 10 Monate später. Und dann hat sie gejubelt, das war wieder Sommer. Schauen Sie mich an, alles ist weg, nur an der Armkehle hier und an der Kniekehle sind noch kleine weiße Flecken gewesen. Meinen Sie, ich bringe das auch noch weg? Ich sage, liebe Frau, wenn Sie da 98% von der Fläche saniert haben, die letzten 2% verschwinden auch noch, bleiben Sie dran, sie hat es geschafft. Und dann sieht man eigentlich, wie der Wille eines Menschen und natürlich die Absicht, das Alte zu korrigieren, loszulassen, Wunder vollbringen kann. Wissen Sie, der Körper kann sich selber heilen, wenn man es versteht, ihm die richtigen Befehle einzugeben oder die Störungen und die alten Befehle zu eliminieren. Das ist bei dir jetzt passiert. Es war keine böse Absicht, sie wurde nicht gefoltert, das Kind wurde verbrannt oder hat sich verbrannt mit diesem wahrscheinlich Dorfbrand oder was da passiert ist. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, wie vieles möglich ist. Hat jemand eine andere Frage noch? Das ist wie eine Selbstumprogrammierung. Ja, bitte. Oder es kann vielleicht auch eine Erinnerung sein vom Körper, wo er einmal etwas Verdorbenes oder Vergiftetes gegessen hat und schlussendlich daran sogar gestorben ist. Und viele haben auch Magenkrämpfe, wenn sie gewisse Sachen essen, wissen aber nicht warum. Oder bekommen dann üble Anfälle, wochenlang, bis es wieder verdorben ist. Und Bulimie, das ist dann eigentlich eher etwas Selbstes. Das haben sie nicht, das sieht auch nicht so aus. Aber irgendwie ist das schon brutal für die Familie, wenn jemand dann eigentlich fast sterben will, sich fast tötet, indem er das Essen rauswirkt. Eigentlich so genau kann Ihnen das niemand sagen, nicht einmal Psychiater und Psychologe. Aber irgendwas Seelisches ist passiert in der Vergangenheit. Meine Mutter und ich haben den Weg abgemacht, dass viele Schnaps getrunken und nicht zu Ich würde mal sagen, zuerst mal versuchen, auf der Körperebene, dem Magen, der Verdauung mitzuteilen, ich liebe euch. Nehmt das Essen auf, es ist wichtig. Ihr macht es jetzt und löscht die Erfahrungen, die dagegen sprechen. Also den Organen, die das ja eigentlich umsetzen müssen, die Nahrung in nützliche Stoffwechsel. Eigentlich so würde ich jetzt Ihnen anraten, spezifisch, wenn Sie das richtige Ritual erwischen, hat man schnell Erfolg. Das Problem ist nur, oft weiß man gar nicht, was Sache ist. Jetzt bei Ihrem Fall, glauben Sie mir, wenn Sie sehen könnten, nur 5 Minuten, was damals passiert ist, wäre es ein leichtes Spiel und Sie würden es sofort, wie soll ich sagen, schaffen. Oder sofort das Richtige tun, aber das haben wir dann nicht. Und dann müssen wir oft mühsam suchen, bis wir da drauf stoßen. Eine weitere Möglichkeit würde ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie die geistige Welt bitten, die Reinheit der göttlichen Liebe, zeigt mir in den Träumen Einsichten in die Vergangenheit. Und bitte erklärt mir dann auch noch, was ich tun kann. Gebrauchsanweisung. Dann plötzlich hast du einen Traum, eine Idee. Und dann denkst du, Mensch, das war ja ganz einfach. Aber wir sind oft am Kopfen, am Denken und denken vielleicht viel zu abstrakt oder vielleicht zu weit hergebracht. Und dabei ist es oft ganz ein kleines Problem. Und das ist für uns eben die oft schwierige Ausgangslage. Wir hängen irgendwo fest, aber es fordert uns herauf. Und wissen Sie, es ist umgekehrt auch eine Prüfung. Nicht, dass ich jetzt das sage, das ist nützlich. Kann sein, dass Sie trotzdem spurtreu im Glauben bleiben, nicht aufgeben.
Weil das ist meistens mein Eingemachtes, mein eigenes Thema. Also kann ich Gott nicht die Schuld geben, wenn es mir dreckig geht. Da muss ich selber was tun. Oder selber einfach suchen. Plötzlich findest du. Ich habe schon so viele Leute gehabt, die haben 20, 30 Jahre auf eine Heilung gehofft. Plötzlich in einer Nacht hatten sie eine Eingebung. Nächsten Morgen war sie ihnen klar, machten sie das. Nach kurzer Zeit waren die Störungen dann wie verschwunden. Das ist also, glauben Sie auch an das, es wird Ihnen sicher da irgendwie eine Einsicht gegeben. Sie haben von einem Gebetsbuch geredet. Seit 10, das ist Ah, Sie kennen es nicht. Also ich habe zwei kleine Gebetsbücher, das ist der Auszug aus den vier großen Büchern, die Rituale. Und die sind einfach für jedermann brauchbar, je nachdem, was man dann braucht. Wichtig ist dann auch, dass ich etwas drin finde, das mich anspringt. Es gibt auch Gebete, die lehne ich wie ab. Und dort muss man daran denken, wenn der Körper das ablehnt, könnte es genau das sein, was ich tun muss. Wissen Sie, wir sind doch bequeme Menschen. Wir machen nie etwas sehr gern, das uns ein bisschen anstrengt. Und schon gar nicht, was uns an alte, ungute Zeiten erinnert. Lieber nichts wissen, Schwamm drüber, fertig. Aber du kannst es gar nicht machen. Es wird nicht gelingen, einfach das Altertum, die Vergangenheit, abzuhängen und sagen, geht mir nichts an, ich bin jetzt hier. Wir sind ein Teil der Vergangenheit, oder wir sind praktisch nur die Vergangenheit. Hätten wir Einblick in alles, wissen Sie, es könnte uns das Leben auch verleiden, würde ich mal sagen. Wenn du siehst, du hast einen Berg noch zum Lösen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß. Schauen Sie mal die Kirchengeschichten an. Wahrscheinlich haben wir viele Jahrhunderte überhaupt keinen Fortschritt gemacht. Es wurde uns nicht erlaubt. Sie wurden erniedrigt, klein gemacht. Frauen, die anders dachten, wurden den Kopf kürzer gemacht oder grilliert und so weiter. Man hat Millionen um die Ecke gebracht im Namen des Höchsten. Das hat natürlich nichts mit ihm zu tun. Schlimme Zeiten, schlimme Vergangenheit. Und wir waren mitunter auch bei Opfern, ab und zu mal vielleicht auch bei den Tätern. Das wissen wir jetzt halt nicht so genau. Wie gesagt, oft ist es besser, du weißt es nicht unbedingt. Hat sonst noch eine Frage? Die Krankheit, als Kind ins Bett Ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, habe es nicht so richtig begriffen und verstanden, was sie hat. Also das Fett, das sich im Körper ansammelt, das bleibt, das wird nicht abtransportiert. Egal, ob sie jetzt zum Beispiel, sie isst ganz wenig, sie macht ganz viel Sport und es wird immer mehr im Alter. Also mal bei den Oberarmen, bei den Nacken, Hals oder bei den Schenken, was können Sie da? Ja, also etliche solche Fälle habe ich schon gesehen. Und ich habe den Leuten dann erklären müssen, je nachdem, was ich dann herausgefunden habe, dass sie im früheren Leben eben nichts zum Essen hatten, verhungert waren oder eben daran zugrunde gingen. Sie haben sich gewünscht, Fett am Körper zu haben, beleibt zu sein. Das war damals auch ein Privileg von hochsituierten Leuten oder Adligen, möglichst viel Fett, hieß Reichtum, Fülle. Aber wie bringst du dann das wieder los? Jetzt, wenn du das wünschst, müsste man in dem Fall den falschen Befehl löschen und dem Körper mitteilen, dass er das zu viel Fett entfernt und sich erinnert an den Bauplan oder den Urzustand der vollendeten Perfektion. Und siehe da, ich habe schon Leute gehabt, die haben in der kürzester Zeit 20, 30 Kilo dann verloren, ohne Nahrungsumstellungen. Aber stellt euch jetzt mal praktisch vor, wenn du was isst und du denkst schon zum Voraus, das macht mich fett, das tut mir nicht gut. Ja, was soll denn die Nahrung machen? Macht sie es halt fett? Wenn ich aber sage, lieber Gott, ich danke dir für die Nahrung, die mich sättigt und mir nützt, ich danke dir für das Essen, dann kann es aber sein, dass nach dem ersten Löffel kein Hunger mehr da ist. Weil der Körper hat signalisiert, du hast ja genug am Lager. Dann isst du praktisch gar nichts und bist trotzdem ernährt. Und so funktioniert es. Wenn ich die Nahrung eben schlecht rede, schlecht denke, ist ganz klar, die Wirkung ist dann fatal, bis zum Platzen.
Und es geht dann nur auf diese Seite, oder? Warum hat ein Mensch das? Und wenn Sie die Filme anschauen, mein Leben mit 300 Kindern, das ist ja nicht zum Zuschauen. Irgendwo haben die einen Fehler eingebaut, wahrscheinlich alle den gleichen. Aber nicht vergessen, wir hatten auch Zeiten, da siehst du auf keinem Bild einen Dicken. Schauen Sie mal Kriegsfilmbilder an, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, auch in der Schweiz. Wenn du da einen Beleibten siehst, hast du Glück gehabt, alle waren spindeldürr. Es gab einfach zu wenig Nahrungsangebot. Aber wenn du einen Mangel hast, hast du doch den Wunsch, ich möchte essen, ich möchte, dass der Tisch sich durchbiegt vor lauter Kuchen und Dessert. Und dieser Wunsch wird dann ein Befehl. Und dann hast du plötzlich der Körper, der sich autonom benimmt und legt zu und legt zu, bis zu geht nicht mehr. Also wir haben oft falsche Programmierung. Das ist eine Programmierung, die wir selber gemacht haben, aus Unkenntnis. Und stellt euch vor, ein verhungernder Mensch im letzten Moment seines Lebens wünscht sich immer noch einen vollen Kühlschrank oder einen vollen Tisch. Sein Wunsch geht aber nicht mehr in Erfüllung, er stirbt. Im nächsten Leben können Sie darauf gehen, so ein Mensch hat immer einen überfüllten Kühlschrank. Er muss immer einen Teil davon wegschmeißen, weil er es gar nicht essen mag. Er hat immer Angst, es gibt morgen nichts mehr. Das ist so ein Zeichen von falscher Programmierung oder unguten Erlebnissen, wie auch immer. Also so müsste man vorgehen. Das ist eigentlich nicht spirituell, sondern es ist eigentlich ein Bewusstsein. Aber wer hat das dann schon? Wer macht es dann? Also, haben wir sonst noch was? Ja, bitte. Ich habe ab und zu einen Schmerz zwischen Wirbelsäule und Pulver, der ohne genau Schmerz, wie wenn der Hals stecken würde. Und es ist nichts. Also es gibt natürlich Erinnerungen des Körpers an Schmerzen. Haben Sie das erst seit kurzem oder schon lange? Es hat vor 2 Jahren so angefangen und das kommt gegen. Es ist ein wirklich unbeleidigt. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass viele Menschen auf der Welt sind, die haben Implantate drin. Aber ihr müsst euch vorstellen, es sind nicht medizinische Implantate, sondern geistige. Und früher haben so gewisse Führer oder gewisse obere Herren, Damen natürlich, Untertanen gehabt, Leibeigene. Und die haben mit Gedanken und schlechten Absichten die Menschen natürlich gezwungen, das zu tun, was ihnen gefällt. Jetzt haben sich die Menschen das auch gestatten lassen. Sozusagen geistige Implantate, wie eine Hundeleine angebunden zu sein. Stellt euch das mal vor. In diesem Zeit, wo wir jetzt leben, gibt es keine Obrigkeit. Wir haben relativ eine Demokratie, also relativ, sag ich es mal. Eigentlich gibt es das nicht mehr, dass man uns als Bürger oder als Mensch zu Untertanen erklärt oder zu Leibeigenen, das ist vorbei, aber hatten wir schon. Denken Sie daran, es kann dort ein Implantat drin sein und wir haben im Gebetsbuch ein spezielles Gebet, wo man bittet, dass diese Andockungen, Ankoppelungen an irgendjemanden entfernt werden. Kann man aber nicht nur rausreißen, sind oft komisch, wie Verschlüsse sehen die aus. Und diese Menschen, die das damals gemacht haben, die leben natürlich schon lange nicht mehr oder leben jetzt wieder da, aber die haben mit ihnen noch nie Kontakt gehabt in diesem Leben. Und wir leiden trotzdem noch. Das Ganze tönt wie absurd. Ich würde Ihnen dort anraten, dass eher auf die Implantate. Ich hatte schon Menschen, die haben geschrien vor Schmerzen, haben nichts gesehen auf dem Röntgenbild, schon gar nicht auf dem CT. Ultraschall hat man auch nichts gesehen, die Menschen haben geschrien vor Schmerzen, waren Implantate, plötzlich waren die aktiv. Das ist auch so was. Dazwischen ist wieder nichts und plötzlich kommt wieder ein Impuls. Dann hatte ich eine Frau da in Aachen, die hatte sogar außerirdische Implantate. Und da hat sie plötzlich auch diese Peiniger gesehen mit so komischen Hüten und mit Kabeln und sie hat sich dann dort gesehen, auf einem Operationstisch mit Kabeln verbunden und dann hat sie genau an diesen Stellen am Kopf und am Rücken diese Schmerzen gehabt. Muss man auch wie sozusagen geistig herausnehmen, geistig heraus operieren und dann wurde sie schmerzfrei. Aber habe auch lange nicht gefunden, was es war. Das war für mich das erste Mal. Nicht immer alles so normal, wie man so sagt. Also wir wurden verschiedene Arten und Weise schon geplagt. Und wir wurden immer versucht, als Untertane eigentlich zu benutzen. Also
Es waren keine edlen Absichten. Und wir haben das Recht, all das abzuschütteln, all das abzusprengen. Niemand darf uns jemals unterwerfen. Gibt es nicht. Aber wenn wir das freiwillig getan haben oder unfreiwillig, haben wir natürlich den Schaden irgendwann. Und das ist oft brutal, bis du drauf kommst. Gehst fast drauf. Schauen Sie mal dort rein. Im Ding habe ich es gerade noch nicht in YouTube, dort habe ich viele Beiträge, wo man hören kann, so viel und anschauen, wie man will. Aber glaube ich, über Implantat habe ich glaube ich noch nie speziell geredet. Also das ist ein bisschen, tönt ein bisschen absurd, ist aber eigentlich nicht so schön zum Anschauen. Ist sonst noch eine Frage, sonst würde ich Ihnen anraten, dass wir da vielleicht die Gruppenlösung, die Gruppenablösung machen, gemeinsam. Entschuldigung. Ja. Wenn ich jetzt so als Seele inkarniere, da jetzt in Marburg, kann ich dann nicht von Amerika aussehen? Also jetzt haben Sie gewählt, den Ort, wo Sie inkarnieren, vielleicht haben Sie hier noch was zu lösen, dann ist man in der Nähe von Verwandten, vielleicht ehemaligen Eltern, kommt man wieder auf die Welt. Und irgendwas muss man ja hier suchen oder sucht man hier und will es natürlich dann vielleicht auch verstehen lernen und lösen. Wir können schon, wenn wir frei sind oder ohne Ballast, vom Jenseits her grundsätzlich überall hin zum Inkarnieren gehen, da sind wir ja frei, wir haben den freien Willen. Das sehen Sie auch bei diesem Seelenwander, beim Band 5, 6 und 7. Dieser Seelenwander, der hat einfach diese Seelenqualität, der kann dorthin gehen, wo er will. Er war überall an der Spitze und hat überall Leistungen erbracht. Er hat Verbesserungen angebracht, anderen gedient, auch Entwicklungen. Und ist ein spezieller, den habe ich kennengelernt, das 10-jähriges Kind. Der war nicht in der Lage, normal zu sprechen. Alle haben gedacht, er sei verrückt. Dieses Kind lebte noch in der Vergangenheit, in einer der vielen Leben. Konnte sich doch nicht vorstellen, dass es was anderes gibt. Hat Geschwister, die waren normal. Er war super intelligent, aber wie man so sagt, zu blöd zum Leben. Ist nicht verstanden. Dabei lebte dieses Kind einfach eigenartigerweise noch in allen Leben zusammen. Er konnte sich nicht aus dieser Schallplatte herauslösen und in diesem Leben neu beginnen. Es ist ihm nicht gelungen. Warum auch nicht, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat man diese Übermittlungen viel Einblick gegeben, wie das überhaupt zu und her geht. Da man sonst keinen Einblick hat. Und er kann alle Sprachen auf der Welt, die es damals gab. Ist ein Zeitzeuge. Nur jetzt will er nichts mehr wissen davon, hat das gegeben, sein Wissen. Und er will davon nichts mehr wissen, hat genug gelitten. Stellt euch vor, das Kind hatte eigentlich keine Chance in der Schule. Hat ihn für verrückt erklärt. Dabei war es der Intelligenteste wahrscheinlich von der Klasse. Aber wie gesagt, er stand neben sich in den alten Leben drin. Und darum habe ich vorher gesagt, es ist auch eine Gnade, wenn du nichts mehr weißt von früher, also null mehr weißt. Neu beginnen gibt immer eine Gelegenheit, eine riesen Gelegenheit, ein Geschenk, dass wir wieder neu starten können. Sowas ist schön, das wir haben, machen wir das Beste daraus. Der eine hat schwerer, der andere leichter, je nachdem. Messen wir uns nicht an den anderen, machen wir das Beste für uns. Wenn es uns gut geht, vergessen Sie bitte nicht. Jesus hat gesagt, zuerst bist du an der Reihe. Oder du. Wenn es dir gut geht, geht es der Familie und den anderen auch gut. Wenn es dir schlecht geht und du dich opferst, leiden alle mit und du bist noch schuld an seinem Leiden oder an den Leiden der Nachkommen, die das grundsätzlich kopieren. Wissen Sie, wir sind ja Kopiermaschinen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben und ein Abo da und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu klingeln, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.